Minecraft. Ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, ich bin letztens gestorben, nachdem ich haufenweise, ja, was auch immer da draußen alles ist, angegriffen haben. Was? Ich kann nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind? Willst du mich verkohlen? Manno, jetzt muss ich also warten, bis die Monster weg sind. Oder weg werden sie ja nicht sein. Na gut, also muss ich warten. Ich kann jetzt nicht viel machen. Aber ich kann mal erzählen, was ich jetzt so vorhabe. Also mein Mann hat für mich, hat mir mal einen Tipp gegeben. Und zwar könnte ich von Insel zu Insel schippern und gucken, dass ich halt eben, ja, versuche, dadurch eine größere Insel zu finden. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das heißt, ich werde mir jetzt hier ein bisschen was von den Sachen, die ich hier drinne habe, mitnehmen. Und werde das mal machen. Ich werde dann von Insel zu Insel schippern. Und werde mal gucken, das ist noch Eisenerz, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und werde dadurch jetzt mal gucken, dass ich dann irgendwie eine, ja, größere Insel erreiche. Ich kann ja nun jetzt nichts anderes machen. Also ich würde mein Bett dann wahrscheinlich mitnehmen. Ich würde mir halt noch ein Boot extra mitnehmen. Ich habe ja hier extra ein zweites gemacht. Ich kann diese einzelnen Sachen mitnehmen, die man vielleicht sicherlich noch gebrauchen kann. Aber einen Knochen gebrauchen kann, weiß ich nicht. Ich nehme es mal mit. Genauso wie, wie das Glas und so. Wobei ich denke, dass es einige Sachen natürlich auch da nachher auch geben wird. So. Es wird jetzt auch langsam wieder hell. Natürlich lungern die jetzt da draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch immer noch diese Endermans sind. Ich kann ja nicht schlafen gehen. Du kannst nachts nur schlafen und während des Gewitters. Jetzt fühle ich mich verarscht. Wahrscheinlich, jetzt fangen die an zu kokeln hier. Jetzt fangen die an zu brennen. Auch gut. Wie gesagt, ich werde von Insel zu Insel schippern. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mein Bett mitnehmen. Außerdem hat mein Mann gesagt, ich sollte mir meinen Ofen auch mitnehmen. Und die Werkbank. Na komm. So. Okay. Nehme ich jetzt... Ich könnte beide Öfen ja trotzdem mitnehmen. So. Jetzt bin ich natürlich gut voll. Aber ich... Ja, hier ist ja noch immer was, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da draußen noch ist. Was lungert denn hier draußen noch? Lungert hier noch irgendwo ein Enderman? Anscheinend lungert hier jetzt nichts mehr. Heißt also, wir werden das jetzt mal in die Tat umsetzen und hoffen, ja, hoffen, dass wir... Moment, ich muss mal kurz gucken, wie ich fahren muss. Nee, so nicht. So. Was ist das denn da auf dem... Was liegt denn da? Ach, Fische. Wir hoffen mal, dass wir dadurch halt eine größere Insel finden werden. Also mein Mann hat gesagt, dass es eigentlich so sein müsste, dass irgendwo ja ein größeres Gebiet ist. Und das größere Gebiet werden wir jetzt suchen. Und dann werde ich mir da eine neue Hütte bauen. Also ich werde jetzt sozusagen das alte verlassen, das alte Gewässer, und werde hoffentlich was Neues finden. Und... Ja, wie lange das natürlich dauern wird. Keine Ahnung, was war denn das? Irgendwas war das gerade. Habt ihr das mitgekriegt? Ich bin über irgendwas rübergefahren. Aber das war nicht schädlich für mein... Da ist was. Da könnte ich vielleicht mal hingehen. Das war jetzt aber nicht schädlich für mich selbst. Also, keine Ahnung, was das gewesen ist. Aber ich könnte ja mal gucken, was hier ist. Diese Insel kenne ich ja noch nicht. Da sind Blumen. Was haben wir hier? Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was Großes. Da hinten ist auch noch was. Da könnte... Moment, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich aussteigen konnte. Ah, wie konnte ich denn nochmal aussteigen? Ah, irgendwie konnte man noch aussteigen.
Wie konnte ich denn nochmal aussteigen? Leute, ich weiß gerade nicht, wie ich aussteigen kann aus dem Boot. Also ich weiß, mit linker Maustaste steige ich ein, aber ich dachte, ich steige auch mit linker Maustaste wieder aus. Hä? Leute, ich kann gerade nicht aussteigen. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich aussteigen soll aus dem Boot. Vielleicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Schmeißen wir das mal dahin. Nein. Also ich habe gerade null Ahnung, wie ich aussteigen kann. Ah, Shift. Okay, muss man natürlich wissen. Hier ist irgendwo was. Das ist ein Karnickel. Aber ich habe was anderes gerade gehört. Das war nicht karnickelmäßig. Zumindest sieht das Ganze hier schon mal ein bisschen anders aus, im Gegensatz zu dem, was ich sonst da gefunden hatte. Oh, hier sind Hasen, Leute. Kann man die angreifen? Oh. Kann man die angreifen? Oh. Ja, ich würde sagen, die kann man angreifen. Es tut mir leid, armes Häschen. Die Frage ist, aber hier bleiben möchte ich nicht. Ich kann mich hier mal kurz ein bisschen umgucken. Und mal schauen, was es hier vielleicht noch alles gibt. Aber das scheint nach nichts Besonderes auszusehen. Also es gibt definitiv, das sieht man ja hier. Ich nicht gleich runterfalle. Ich glaube, so hoch springen kann ich nicht. Es gibt definitiv eine Möglichkeit, hier runter zu gehen. Ich sollte mal aufpassen. Da kann man auch runtergehen. Aber das ist ja hier nur so ein kleines Schneegebiet. Aber ich würde behaupten, dass ich dadurch auf jeden... Jetzt hab ich doch Herzen verloren. Bin ich doch runtergefallen. Hätte ich mal nicht machen sollen. Aber ich würde behaupten, dass ich dadurch auf jeden Fall ein bisschen mehr finde. Ich frage mich immer noch die ganze, was das vorhin gewesen ist, wo ich rübergedonnert bin. Aus Versehen, mehr oder weniger. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier fahren kann, damit ich hier aus dieser Bucht rauskomme. So. Okay, wir fahren jetzt erstmal. Ja, wo fahren wir hin? Wir werden mal gucken, was wir hier noch so finden. Da-dam, da-dam. Aber das ist definitiv schon mal mehr, als wir vorher hatten. Das ist schon mal klar. Aber die Frage ist, wo wollen wir uns niederlassen? Das ist eine gute Frage. Hier sind Fische und da ist zumindest ein Wald und so und Eis halt, ne? Die Frage wäre, lassen wir uns im Eisgebiet nieder? Ich komme hier auf jeden Fall nicht hier anders weg, weil hier überall Eis ist. Da müsste ich mal gucken, dass ich dann außen rumfahre. Tadam, tadam. Fahren wir mal außen rum. Oder wir lassen uns halt hier nieder, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich meine, das ist ja ganz schön viel Berggebiet, ne? Also ganz schön viel Gebiet, wo man was machen kann, zumindest. Das ist auch wieder Eis. Okay. Diese Boote sind super schnell. Finde ich immer interessant. Man müsste sich halt überlegen, wo man sich jetzt niederlassen möchte. Eis. Um Eis muss ich herumfahren. Hi, Fische. Die Frage ist wiederum, findet man jetzt noch mehr als das, was wir jetzt hier gefunden haben? Das wissen wir halt eben nicht. Weil das ist ja schon im Gegensatz zu der Insel, die ich vorhin hatte. Schon echt eine Verbesserung. Und jetzt ist die Frage, finden wir noch was Besseres? Also noch mehr? Ist das? Achso. Oder bleiben wir hier?
Das ist halt eine gute Frage, die, worauf ich keine Antwort habe. Weil hier ist ja hauptsächlich Eislandschaft. Was anderes sehe ich jetzt so nicht. Ich sehe nur mehr diese ganze Eislandschaft hier. Da ist irgendwas Oranges, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Lava. Ja. Da hinten ist noch ein bisschen Waldlandschaft. Gut, die Frage ist, es ist ja trotzdem immer noch. Was sind das denn für Bäume? Die sagen mir gar nichts. Aber hier sind Schweinchen. Was ist das denn? Ist das ein pinkes. Nee, ist ein Schaf. Ist das ein pinkes Schaf? Wie geil. Die Frage ist aber, gibt es hier noch mehr? Können wir kurz hier aussteigen? Da ist ein pinkes Schaf. Interessant. Ich will euch nichts tun. Also das ist ja schon mal, wie gesagt, viel mehr als das, was wir vorher hatten, ne? Aber ob wir jetzt hier bleiben wollen, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, da hinten ist Wüste. Das sieht so wie Wüste aus. Mäh. 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 Kann ich gar nicht einsammeln. Pinke Wolle, ich kann dich gar nicht einsammeln. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, gibt es irgendwas, was ich nicht brauche? Nein. Wieso kann man eigentlich diese Axt und so nicht übereinander machen? Heiß scharf. Das wäre manchmal echt praktisch, wenn man das übereinander machen könnte, aber man kann es leider nicht. Okay. Kann ich irgendwas von den Sachen jetzt nicht gebrauchen? Eigentlich brauche ich alles. Da-dam-da-dam. Was mache ich denn jetzt, Leute? Was schmeiße ich denn weg? Was brauche ich denn jetzt nicht so dringend, damit ich die Wolle einsammeln kann? Weil ich glaube, Wolle ist eigentlich. Naja. Na gut. Eigentlich wäre Wolle natürlich ein gutes Gut. Das hört sich auch ein bisschen komisch an. Wir könnten mal darüber gehen. Einmal kurz tauchen. Blub. Was haben wir denn hier auf der anderen Seite? Lava auf jeden Fall. Da brennt ein Baum. Warum brennt denn da ein Baum? Okay. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt in eine Schneelandschaft leben möchte, aber hier sind haufenweise Schafe, wenn ich das gewusst. Habe ich mich gerade erschrocken, Leute. Na, Zombie, bleibst du wohl mir von fern? Bleibst du mir von fern? Natürlich läufst du. Ja, brenn du mal. Siehst du selber schuld. Oh ja. Komm her. Ich brenne jetzt auch gerade. Warum brenne ich denn jetzt? Ja, ich krieg den Zombie. Ich krieg den gekillt. Okay. Aber es wird dunkel, Leute. Ich sehe, dass es dunkel wird. Wo ist mein Boot denn jetzt hin? Jetzt bin ich hier ein bisschen gelaufen und habe mich gerade hier von den Zombie versteckt. Jetzt finde ich mein Boot nicht mehr wieder. Wie geil. Aber ich kann mein Bett hier einfach mal hier hinstellen. So. Kann ich schon schlafen gehen? Gute Nacht. Und wenn ich jetzt gleich aufwache, dann ist um mich herum wahrscheinlich gleich haufenweise Monster, oder? Nein. Nein, ich habe Glück. Ich habe mir eine gute Ecke gesucht, wo keine Monster um mich herum sind. Was habe ich denn da jetzt? Nee, ich muss mein Bett doch wieder haben. Also du musst weg. Dich brauche ich nicht. Ich muss mein Bett einsammeln. Oh, ganz viele Schafe sind hier. Oh, da hinten ist ein Creeper, Leute. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle. Wie verfahren wir weiter? Bleiben wir hier, weil da hinten ist ja auch gut Landschaft. Hier ist ein halbes Haus. Sieht zumindest nach einem halben Haus aus. Okay, da runterfallen sollte man nicht unbedingt. Komme ich da irgendwie anders hin? Das sieht ja. Was ist das denn überhaupt für ein Material hier? Das sieht zumindest irgendwie nach einem halben Haus aus. Was ist das für ein Material? Das kann ich natürlich nicht einsammeln. Was ist denn das für ein Material? Das sieht wie ein halbes Haus aus. Hat da jemand ein Haus gebaut? Aber, wie soll das denn funktionieren? Ich bin hier noch nicht gewesen. Was ist das denn? Eine Eisblume? Gibt es Eisblumen? Interessant. Es gibt Eisblumen oder so. Keine Ahnung.
Gute Frage ist jetzt, bleiben wir hier oder reisen wir weiter? Ich meine, hier ist ja wirklich nun viel, ne? Man sieht es ja. Also es geht ja hier einmal komplett rundherum. Also da könnten wir uns definitiv irgendwo was Interessantes bauen. Hier ist ein Hund. Ist da echt ein Hund? Ich will dich nicht töten, Hund. Also geh mal weg. Ich hoffe, du greifst mich nicht an. Was haben wir denn hier noch? Du bist wahrscheinlich kein Hund. Du bist eher ein Wolf. Und du hast anscheinend Schafe gefressen. Zumindest. Oh. Diese roten Augen sind echt, echt gruselig. Ist ja gut. Knurr mal nicht so. Ich glaube, ich werde mir hier ein Haus bauen, Leute. Ich weiß mich sowieso nicht mehr, wo mein Platz ist. Heißt also, ich werde mir hier ein Haus bauen. Dann muss ich dafür aber mal eben gucken, dass ich mir meine Axt jetzt hier nach vorne hole. Moment, ich stelle mal ganz kurz hier ein bisschen die Sachen auf. Moment. Na, das wollte ich gar nicht. Wieso geht denn das jetzt nicht? Konnte man das nicht übereinander stellen eigentlich? Hä? Ich check das gerade nicht, Leute. Ich habe das doch vorhin auch übereinander gestellt. Egal. Stellen wir die erstmal nebeneinander. Ich brauche mich ein bisschen Platz für das Holz, was ich hier gleich abmuckse. Was ich hier gleich mir schnappe. So, und dann müssen wir uns sowieso. Was ist das denn? Das ist anscheinend anderes Holz als das, was ich kenne. Und dann müssen wir uns ja sowieso noch irgendwie gucken, dass wir ja uns hier ein bisschen umschauen. Wir wissen ja noch gar nicht, was uns hier alles erwartet. Aber das werden wir natürlich auf jeden Fall mit der Zeit herausfinden. Und ich habe den Tipp gekriegt, auf jeden Fall mehr Fackeln zu setzen. Das werde ich natürlich auch in Anspruch nehmen. Ich werde den Tipp natürlich umsetzen. Ich bin ja für alle Tipps dankbar, die ich kriege. Heißt, ich werde definitiv mehr Fackeln setzen, weil das soll denn dabei helfen, dass nicht so viele Monster hier kommen. Werde ich auf jeden Fall umsetzen. Ich brauche aber erstmal Holz. Ich hatte nicht vorgehabt, das wieder aus Erde zu bauen. Ich glaube, ich baue das aus diesem Zeug, was ich hier gerade abbaue kann. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Oh Gott, ist da so viel Zeugs hier. Da-da-dam. Was ist denn das eigentlich überhaupt, was ich hier abbaue? Da oben komme ich gar nicht dran. Fichtenstamm. Okay. Auch gut. Daraus kann man bestimmt auch ganz gut ein Haus bauen. Oder sollte man das vielleicht erstmal anders machen? Also in der Werkbank ändern. Was wird denn aus Fichtenstahl? Quatsch. Fichtenstamm. Wahrscheinlich das gleiche wie das andere auch. Also würde ich daraus lieber eher ein Haus bauen wollen. Obwohl ich ehrlich gesagt noch keine Idee habe, wie ich mir das vorstelle. Das ist gut, wa? Aber wir werden einfach mal irgendwie starten. Ich mache es, denke ich mal, so, dass ich nach da rausgehe. Also mache ich die Tür da hinten hin. Zwei, drei, so. Dann muss ich mal gucken, wie groß ich das Ganze mache. So. So. Mein Sohn macht seine Häuser immer so riesengroß. Das sieht dann immer aus, als ob da, weiß ich nicht, also zumindest irgendwie ganz komisch, weil es so groß ist. Das sind nämlich immer meine Sims-Häuser, die ich baue. Die sind nämlich auch immer so groß. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, dass ich das jetzt auch nicht übernehme und so groß baue. So. So, und hier können wir die Tür denn reinmachen. Jetzt muss ich die mal ganz kurz abnehmen. Ich habe natürlich gerade überhaupt keinen Platz. Logischerweise. Das heißt, wir stellen das erstmal da oben rauf. Und dann werden wir gleich nochmal weiter Holz sammeln. Wir
könnten aber gleich auch erstmal gucken, dass wir eine Kiste machen, dass wir diese ganzen Sachen, die wir jetzt momentan halt im Dings haben, dass die eben... Kriege ich die jetzt übereinander? Dass die einen Platz bekommen. Und bis ich das da raus habe, dauert es ewig. Ich sollte vielleicht was anderes ändern. Ob ich denn jetzt den Teil da oben drauf kriege? Ich kriege das immer noch nicht oben drauf, Leute. Aber, hä? Doch jetzt. Ich wollte doch sagen, ich habe das doch letztens auch oben drauf gekriegt. Ich nehme diesen Baum jetzt mal mit. Muss ich ja nicht unbedingt behalten, aber hier ist noch, toll. Jetzt habe ich hier Baum und kann damit überhaupt nichts anfangen. So. Ich muss mir jetzt aber noch ein bisschen mehr Baum holen. Das, was ich habe, reicht nicht. Und dann werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal die Insel hier ein bisschen besser angucken. Beziehungsweise Insel, das ist ja schon ein riesen... Da oben komme ich nicht ran. Ein riesengroßes Land mittlerweile, finde ich... Ah, okay. Ich sehe gerade. Habe ich noch eine Axt? Ja, habe ich. Das ist ja mittlerweile... Das ist ja hier schon ein riesengroßes Land, im Gegensatz zu dem, wo ich vorher war. Also... Ich muss mal überlegen, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Ich habe so gar keine Idee gerade. Sonst habe ich wenigstens immer mal ein paar Ideen, aber diesmal habe ich keine und es wird schon wieder dunkel. Da sollte ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich bis dahin... ich muss da irgendwo immer hoch, also muss ich... mir ein Dings bauen zum Hochspringen. So. Aber es reicht garantiert immer noch nicht. Oh. Da-dam, da-dam. Bup. Das wird ja nie reichen. Ich weiß genau, warum ich das immer hasse. Da-dam, da-dam. Wir müssen uns aber trotzdem ja erstmal irgendwo ein Häuschen bauen. Dass wir irgendwo auch in Sicherheit sind. So. Da oben komme ich nicht mehr ran. Auch gut. Und dann wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwie mal gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen weit in die Tiefe kommen. Aber auch da müssen wir natürlich sehen, dass wir dann nicht in der nächsten Zeit gleich hops gehen. Das wäre ja natürlich auch nicht so toll. Hier ist wirklich viel Baum, das finde ich gut. So, wo habe ich denn meinen? Ach, da. Ich kann sagen, habe ich jetzt schon mein Haus verloren? Das wäre echt schlecht. Ich werde auf jeden Fall demnächst noch sehen, dass ich diese ganzen Baume, ich und Deutsch, diese ganzen Bäume hier noch ein bisschen wegkriege. Aber es wird, wie gesagt, schon dunkel. Nicht, dass hier gleich die Zombies durch die Gegend wandern. Das würde mich ja nicht wundern. Das passiert ja hier so schnell. Hatte ich nicht auch Tür mitgenommen? Ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Ich sollte mal jetzt vielleicht trotzdem langsam da reingehen. Hatte ich Türen mitgenommen? Ich bin der Meinung, ich hätte Türen mitgenommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Hatte ich keine Tür mitgenommen? Bäh, ich dachte, ich habe die Tür mitgenommen. Hatte ich nicht. Wohin mit meinem Bett? Stellen wir das hier hin. Es wird dunkel, Leute. Ich sollte Fackeln aufstellen. So. So. Kann ich die auch auf dem Boden aufstellen, Fackeln? Ja, kann ich. Das ist meins, Leute. Also hier, Monster, bleibt weg. Macht Kusch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Hier wohne ich. Gesperrtes Gebiet. So. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Die Frage ist, wie hoch bauen wir das? Ich denke mal, noch ein viertes sollte es wahrscheinlich sein, oder? Dann musste ich mal gucken... Muss ich da ja auch wieder hochkommen. Also so. Höchstens.
Und dann wäre eine Tür vielleicht mal nicht ganz verkehrt. So, Moment. Dann haben wir da das. Ich kann gerade gar keine Tür bauen. Nur eine Birkenholztür. Ist das? Ein Schild. Aber eine Kiste kann ich bauen. Die Kiste werde ich auch definitiv noch bauen. Und ich kann eine Schere bauen, habe ich gerade gesehen. Und ich kann einen Bogen und ich kann eine Angel bauen. Bringt mir eine Angel was? Wahrscheinlich. Aber erstmal brauche ich eine Tür. Fichtenholzbretter. Kann ich mir daraus mal eine Tür bauen? Kann ich mir daraus eine Tür bauen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass da gleich was reinkommt. Das ist aber Eichenholz. Warum kann ich mir keine Fichtenholztür bauen oder sowas? Na jetzt. Oh, ich krieg Angst, Leute. Eichen? Ich kann mir aber keine Fichtenholztür bauen. Warum nicht? Aber es wird dunkel, also kann ich ja trotzdem mal schlafen gehen. Und am nächsten Tag meins weiterbauen. Ich sollte vielleicht nicht gucken. Ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Ganz ehrlich. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich mir eine Tür aus Fichtenholz bauen kann. Ist das? Das war Birkenholz. Eichenholz? Da, Fichtenholz. Was brauche ich denn dafür? Hä? Ah, da brauche ich ein bisschen mehr für. Also muss ich. Moment. Wann das jetzt? So, jetzt kann ich mir eine Tür aus Birkenholz, Fichtenholz bauen. Und ich habe keinen Platz mehr, doch da oben. Ah, das nächste, was ich mir baue, Leute, es muss eine Kiste sein. Definitiv. Oh, Creeper, bleib weg. Na komm, 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 komm. Verfolg mich. Fick dich. Entschuldigung, Leute. Mann. Oh, diese Dinger, ey, die sind doch echt für'n Arsch. Jetzt hat er hier so ein Riesenloch geschlagen. Wie scheiße ist das denn? Direkt da, wo ich mein Haus bauen wollte, will, immer noch will. Alter. Ist ja nicht so, dass das ein bisschen ärgerlich ist, ne, Leute? Wollen wir ja mal gar nicht sagen. Wie könnte man auf diese komische Idee kommen? Dass das ärgerlich sein könnte. Grrr. Jetzt muss ich mir irgendwo her ein bisschen Erde suchen, damit ich hier wieder, ja, das Loch gestopft kriege, was ich hier drin habe. Okay, aber ich habe gerade auf die Zeit geguckt, ihr Lieben. Ich werde jetzt erstmal, upsala, einen Cut machen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, ciao!